Servus Freunde, in diesem Video packen wir den brandneuen Gens Ace IMAS Dual Charger aus, welcher mit echt ziemlich guten technischen Daten daherkommt und eure Akkus wahnsinnig schnell aufladen dürfte. Das Ladegerät wurde mir freundlicherweise kostenlos vorab von Gens Ace zugeschickt, das heißt, ich hatte genügend Zeit, dieses Ladegerät für euch ausführlich zu testen und all meine Pro und Contra zu diesem Ladegerät möchte ich euch heute mitteilen. Viel Spaß! Wenn wir uns die Verpackung von außen anschauen, sehen wir nicht nur das Ladegerät abgebildet, sondern auch ein paar technische Daten. Der IMAS Dual kann eure Akkus nicht nur im AC-Modus, also mit eurer herkömmlichen Haushaltssteckdose aufladen, sondern auch DC. Dafür benötigt ihr zwar eine externe Stromquelle, mit dieser könnt ihr dann eure Akkus mit bis zu 600 Watt und 15 Ampere pro Kanal aufladen, was in Summe 30 Ampere ergibt. Im normalen AC-Modus könnt ihr Akkus mit bis zu 200 Watt aufladen, was immer noch enorm viel ist. Außerdem könnt ihr noch synchron laden, dazu später mehr, mit dem ihr dann 23 Ampere bereitgestellt bekommt. Auch auf der Seite stehen weitere technische Daten, denn so könnt ihr beispielsweise zwei Akkus gleichzeitig aufladen. Das Ladegerät besitzt viele Sicherheitsfeatures, die das Laden deutlich sicherer machen. Außerdem lässt sich die Software des Ladegeräts mit Hilfe eines Computers updaten. Ich denke, die Verpackung haben wir uns nun genug angeschaut. Lasst uns also endlich in die Verpackung reinschauen, was für Zubehör wir bekommen und auch wie das Ladegerät an sich genau ausschaut. Der Karton selber lässt sich dann durch Aufklappen öffnen. Als erstes erwartet uns die Bedienungsanleitung und dazu sei kurz gesagt, dass das Ladegerät zum Verkaufsstart auch mit einer deutschen Anleitung mitgeliefert wird, ich hier allerdings nur die chinesische und englische Anleitung besitze. Ich werde euch allerdings gleich, nachdem wir das Ladegerät selber ausgepackt haben, die Anleitung auf Deutsch auf meinem Computer zeigen. Was mir hier schon gleich sehr positiv auffällt, ist, dass hier alles ziemlich clean und geordnet ist. Das Ladegerät selber ist noch einmal in einer Plastikfolie verpackt, aber davor schauen wir uns erst einmal die Accessoires an, welche uns hier mitgeliefert werden. In der Accessoirebox befinden sich ziemlich viele Kabel. Davon ist eines ein Netzstecker, den ihr benötigt, um das Ladegerät überhaupt erst in Betrieb nehmen zu können. Dann bekommt ihr zweimal ein EC5 auf XT60 Adapter, den ihr für das Ladegerät benötigt, wenn ihr beispielsweise Spektrum oder generell Akkus mit EC5 Stecker aufladen wollt. Weiter gibt es zwei EC3 auf XT60 Adapter und abschließend natürlich noch den ziemlich standardmäßigen XT60 auf T-Plug Stecker. Diesen gibt es natürlich auch zweimal. Ich finde es wirklich sehr lobenswert, dass so viele Adapter mit beigelegt werden, denn schließlich hat man oft unterschiedliche Akkus mit eben unterschiedlichen Steckern. Zu guter Letzt gibt es noch ein USB-A auf USB-A Kabel, womit ihr beispielsweise Updates auf das Ladegerät einspielen könnt. Es wird euch also wirklich ziemlich viel an Kabeln und Adaptern mitgeliefert. Einzig ein XT90 auf XT60 Adapter fehlt mir, denn dieser ist eigentlich auch relativ populär. Nachdem wir uns nun ausführlich mit dem Zubehör beschäftigt haben, kommen wir nun endlich zum Ladegerät an sich. Und dieses ist wie gesagt noch in einer kleinen Plastikverpackung drinnen verpackt und beim ersten Betrachten und in die Hand nehmen des Ladegeräts fällt mir direkt auf, dass es relativ groß ist, dennoch besitzt es ein angenehmes Gewicht. Das Ladegerät an sich ist in generell ziemlich hellen Farbtönen gehalten, ob man das nun mag oder nicht, ist definitiv Geschmackssache. Ich habe mich mittlerweile dran gewöhnt und auch bei mir zu Hause hat sich dieses Weiß mit Silber und diesem leicht Beigen gut in das Haus eingefügt. Auch muss ich ehrlich zugeben, dass mir das Weiß am Anfang nicht so gut gefallen hat, ich mich mittlerweile aber daran gewöhnt habe und nun dunklere Ladegeräte eher etwas altbacken empfinde. Ansonsten fällt auf, dass das Gehäuse des Ladegeräts unten beispielsweise eine Art Kühlrippendesign besitzt. Diese dürften allerdings eher wenig von großer Bedeutung sein, da diese meines Empfindens nach aus Plastik sind, genauso wie die glänzende silberne Vorder- bzw. Rückseite. Prominent auf der Vorderseite finden sich links und rechts jeweils das Balance Port Lead für euren Akku, wobei dieser alles von 2 bis 6S sein kann.
und in der Mitte unter dem iMaster-Schriftzug natürlich die Eingänge für Channel A und Channel B in Form eines XT60-Steckers. Auf der Rückseite findet sich ebenso ein XT60-Eingang, dieser ist allerdings für den DC-Strom, den ich in diesem Video nicht getestet habe. Außerdem findet sich eine kleine PVC-Scheibe vorne, was diese für einen Nutzen hat, habe ich allerdings nicht herausgefunden. Ansonsten sehen wir auf der Seite große Lüftungsschlitze, einen USB-A-Eingang und einen weiteren Eingang für eure Haushaltssteckdose. Ebenso markant besitzt das Ladegerät oben ein großes 2,4 Zoll LCD-Display, welches eine angenehm hohe Auflösung besitzt. In meinen Tests war dieses Display schön hell, es war scharf und außerdem war es ziemlich reaktionsschnell. Ein Display, so wie man sich es einfach bei einem Ladegerät wünscht, auch weil es eben ein farbiges und nicht ein schwarz-weiß Display ist. Rechts daneben finden sich dann noch vier Funktionstasten, zu diesen aber gleich noch mehr. Mit bis zu 600 Watt Ladeleistung muss das Ladegerät natürlich auch angemessen gekühlt werden und dafür gibt es einen wirklich ziemlich großen Lüfter hinten auf der Rückseite und dieser ist definitiv hörbar, wenn ihr eure Akkus ladet und hält das Ladegerät ungefähr bei maximal 62 Grad Temperatur, was ein ziemlich guter Wert ist. Hier seht ihr die Bedienungsanleitung auf Deutsch. Diese ist wirklich ganz schön detailliert, was ich ziemlich gut finde. Wie das Ladegerät funktioniert, wo ihr etwas einstellen könnt, finde ich dennoch ziemlich benutzerfreundlich in der Anleitung erklärt und ich hatte lediglich 5 Minuten gebraucht, um mich in den Prozess des Ladens eines Akkus am iMaster einzulesen. Was in Anbetracht an den Einstellungsmöglichkeiten des iMaster aber ziemlich Sinn macht. So könnt ihr beispielsweise die Akkus nicht nur normal aufladen, sondern auch entladen, synchron laden oder mit vielen weiteren anderen Parametern ent- bzw. aufladen. Abgesehen davon könnt ihr ziemlich detailliert einstellen, mit wie viel Ampere ihr eure Akkus aufladen wollt. So könnt ihr beispielsweise mit 14,9 Ampere aufladen, mit 14,8 Ampere und so weiter. Es lässt sich also wirklich ziemlich klar einstellen. Außerdem wird euch eine große Tabelle gezeigt, wo genau erläutert ist, wie viel Volt für bestimmte Akkutypen empfohlen sind, was ich sehr, sehr hilfreich finde, denn das kann schon ganz schön verwirrend sein. Auf der nächsten Seite werden euch dann das Benutzerinterface gezeigt, wie das Ganze funktioniert, was euch alles angezeigt wird und viele weitere interessante Dinge werden dort beschrieben. Ich werde wie gesagt nicht auf alle Details eingehen, da das einfach den zeitlichen Rahmen von diesem Video hier sprengen würde, aber ich werde euch einen Link zu dem Produkt unten in der Videobeschreibung dalassen. Auch wird euch gezeigt, dass das Ladegerät im AC-Modus zwei Akkus gleichzeitig mit bis zu 15 Ampere aufladen kann. Dabei werden die 15 Ampere auf die zwei Akkus jeweils aufgeteilt. Ihr könnt euch aber einstellen, wie viel der jeweilige Akku an Ampere bekommen soll. Ich habe den mittleren Wert 7,5 Ampere pro Akku gewählt, damit beide Akkus ungefähr gleich schnell aufgeladen werden und die maximalen 15 Ampere ausgenutzt werden. Ladet ihr beispielsweise nur einen Akku im AC-Modus auf, könnt ihr mit bis zu 15 Ampere diesen Akku aufladen, was natürlich direkt doppelt so schnell ist, einen Akku voll zu kriegen. Im Synchronlademodus, wo ihr einen Akku ansteckt und der andere nur an einem Kanal angesteckt wird, könnt ihr mit 23 Ampere eure Akkus aufladen, was schon echt enorm schnell ist. Dazu sei aber gesagt, dass ihr Akkus mit hoher C-Rate verwenden solltet bzw. sogar müsst, denn so haben meine Akkus sogar schon bei einem 50C zu 80C einen Unterschied von ungefähr 1,5 Ampere ausgemacht. Ihr solltet also mindestens 100C Akkus nutzen, um die 23 Ampere Ladeleistung auszunutzen oder vielleicht sogar noch mehr. Nutzt ihr dann das Ladegerät im DC-Modus, könnt ihr zwei Akkus gleichzeitig mit jeweils 15 Ampere aufladen, insgesamt also 30 Ampere, das ist schon echt enorm viel, bedenkt aber, dass ihr dafür eine Stromquelle mit DC-Strom benötigt. Auch entladen kann das Ladegerät ziemlich schnell mit bis zu 15 Ampere. Nun möchte ich euch zeigen, wie schnell bzw. einfach ihr Akkus aufladen könnt.
Zu guter Letzt möchte ich euch eine Tabelle der Ladewerte zeigen und dabei habe ich das Spektrum S150 50 Watt Charger Gerät mit dem neuen Chance Ace iMaaS Duo verglichen und beim Chance Ace habe ich außerdem verschiedene Ladeparameter angegeben, zum Beispiel einmal 15 Ampere, den Synchronlademodus mit maximal 23 Ampere und einmal mit 2 Akkus aufgeladen. Das Spektrum Ladegerät hat mehr als dreimal so lange gebraucht wie das Chance Ace iMaaS Duo Ladegerät mit 15 Ampere Ladeleistung. 25 Minuten zu 85 Minuten ist wirklich ein erheblicher Unterschied in meinen Augen. Lädt man dann den Akku im Synchronlademodus auf, wo ich ungefähr 17 Ampere, 16 Ampere erreichen konnte, konnte das Ladegerät eine Zeit von 17 Minuten erzielen, was einfach nur verrückt ist. Das ist mehr als viermal schneller als das Spektrum 50 Watt Ladegerät. Und selbst wenn ihr zwei Akkus gleichzeitig aufladet, ist das iMaaS Duo Ladegerät immer noch deutlich schneller. Genau die gleichen Tests habe ich mit einem Akku mit etwas mehr Kapazität und etwas mehr C-Rate durchgeführt und auch dort waren die Ergebnisse eindeutig. Das iMaaS Duo ist in jedem einzelnen Ladepunkt deutlich schneller gewesen. Auf der anderen Seite muss aber gesagt werden, dass das iMaaS Duo Ladegerät ungefähr 150 Euro kosten wird, wobei das Spektrum Ladegerät ohne Adapter 30 Euro kostet. Mit Adaptern kommt ihr aber auf einen Wert von ungefähr 50 Euro, wenn ihr genau dieselben Adapter kauft, nur eben mit AC3 Stecker wie beim iMaaS Duo. Und klar, das ist natürlich nicht wenig Geld, aber ihr bekommt selbst im AC-Modus mehr als drei oder sogar viermal so gute Ladewerte wie beispielsweise mit einem 50 Watt Ladegerät. Dementsprechend kostet das Ladegerät dann noch dreimal so viel. Aber ihr bekommt ja nicht nur die bessere Ladeleistung, sondern könnt auch weitaus mehr Systemparameter einstellen, zum Beispiel den Ladestrom, die Entladefunktionen oder viele weitere coole Features, die ihr beispielsweise mit einem Spektrum-Ladegerät oder anderen Ladegeräten für 50 Euro nicht bekommt. Die Frage vor einer Kaufentscheidung stellt sich für mich persönlich also, benötige ich diese hohe Ladeleistung, diese vielen Parameter? Oder bin ich auch mit einem deutlich langsamen Ladegerät zufrieden, zahle dementsprechend auch weniger? Ich persönlich würde auf jeden Fall mehr zahlen, einfach weil ich es viel angenehmer finde, wenn die Akkus in solch rasend schneller Geschwindigkeit fertig geladen werden und ich dabei auch noch mehr Parameter einstellen kann, um die Akkus optimal aufzuladen. Denn schließlich habe ich dadurch nicht nur weniger Ladestress, sondern kann dadurch auch deutlich öfters bzw. länger mit ferngesteuerten Autos fahren, weil die Akkus so viel schneller fertig sind. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat das Video gut gefallen und lasst doch mal gerne eure Meinung zu dem Ladegerät in den Kommentaren da und wenn ihr schon dabei seid, abonniert auch gerne diesen Kanal, damit ihr keine solcher Videos mehr verpasst.